Leute. Also gerade eben spontan angemeldet. Ich freue mich, dass trotz der kurzen Vorbereitungszeit und der Mobilisierung nur über Mailinglisten noch relativ viele Leute hier heute hierher gekommen sind. Das zeigt auch, dass das Thema viele bewegt und dass die Staatsmacht gestern in Stuttgart eindeutig einen Schritt zu weit gegangen ist. Ja, hi. Ich bin Esther von der Bonner Jugendbewegung und der Bildungsstreikgruppe der Uni Bonn. Mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler haben sich gestern am Schulstreik gegen Stuttgart 21 beteiligt und ihre Forderungen unterstrichen. Milliarden Steuergelder nicht für unsinnige Prestigeprojekte, sondern für Bildung und Soziales auszugeben. Mit Trommeln, Trillerpfeifen und Trompeten stellten sich die Schüler vor dem Polizeiwastwagen mit den Abstellgittern. Etwa 2 Dutzend Jugendliche kletterten sogar auf einen LKW. Die Spezialeinsatzkräfte der Polizei in schwarzer Montur reagierten darauf extrem brutal. Schüler wurden mit Wasserwerfern, Tränengas und Pfefferspray beschossen und mit Polizeipferden in Schach gehalten. Mehr als 1000 Gegendemonstranten, davon die meisten Jugendliche, mussten wegen Reizgasangriffen behandelt werden. Es sind viele Knochenbrüche, 9 Nasenbrüche und mindestens 1 Schädelbasisbruch bekannt, verursacht durch Schläge und Tritte der Polizei. Wir haben noch keine klare Idee, wie das jetzt hier ablaufen soll. Ich würde vorschlagen, dass alle Gruppen hier auch eine Rede halten können über das offene und ich hoffe halbwegs laute Mikrofon oder Megafon. Ich war vor, ich glaube es ist jetzt 3 Wochen her, selber in Stuttgart, weil ich nicht verstanden habe, was da abgeht. Hä, die sind alle so sauer darüber, dass es einen neuen Bahnhof gibt, das wollte ich mir selber angucken. Und an dem Tag, an dem ich da war, das war, der Wochentag war Freitag und es waren offiziell gezählt, also offiziell von den Veranstaltern, die hatten professionelle Zähler eingesetzt mit so Zähl Maschinchen, wie man das vielleicht aus dem Flugzeug kennt, der eine oder die andere. Und die haben 69.000 Leute an diesem Freitag gezählt, als ich da zufällig gewesen bin. Und es ist einfach der Hammer, was da gerade abgeht. Und das war 3 Tage, nachdem ein hoher Vertreter der CDU in Baden-Württemberg gesagt hat, zu den Massendemonstrationen, die da jede Woche stattfinden, das hätte mit Demokratie nichts mehr zu tun. Hallo, und ich habe vorhin mit Stuttgart telefoniert. Die rufen heute Abend auf zu verschärften Widerstand. Und ganz viele Leute möchten sich als Chilischoten verkleiden. Also heute Abend sind Demos in Aachen, in Augsburg, in Berlin, Chemnitz, Dessau, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Freiberg, wo auch immer. Freiburg in Breisgau, Gelsenkirchen, Göttingen, Greifswald, Hamburg, Hannover, Jena, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Köln sind wir hier. Leipzig, Lörrach, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, Mülheim, München, Nürnberg, Potsdam, Wiesbaden und Wuppertal. Also es gibt eine breite Unterstützung. Viele Leute sind entsetzt. Ich bin Pfarrerin, bin jetzt nicht in irgendeiner Organisation organisiert, aber jetzt 2010 im Oktober muss ich sagen, ich habe vor 3 Tagen erst den Film Nikolaikirche gesehen. Das war ungefähr am 5. Oktober, meine ich. Da ist auch mit Wasserwerfern und Knüppeln und allem Möglichen, was die Staatsmacht aufzubieten hatte, gegen Menschen vorgegangen. Die haben damals die kritische Masse überstiegen und wir sind jetzt mittlerweile nicht mehr reisebeschränkt und können zwischen Ost und West durch. Wichtig dabei war, die sind gewaltlos geblieben und das hat letztlich auch die Staatsgewalt, die Polizeigewalt einsehen müssen. Was kennt man eigentlich mehr von der Startbahn West in Frankfurt? Diejenigen, die alt genug sind, wissen, wie es damals abgelaufen ist. Da wurde so lange auf die friedlichen Demonstranten eingeprügelt, bis die bürgerliche Mitte, die älteren Personen und die Kinder sich nicht mehr getraut haben, hinzugehen, mit dem Ergebnis, dass man dann schön in der Presse präsentieren konnte, da gehen ja eh nur die Radikalos demonstrieren, denen darf man ja aufs Maul hauen. Nein! Darf man nicht. Man darf niemandem aufs Maul hauen. Die Piratenpartei hat sich schon immer gewaltfrei geäußert und wir sind gegen jede Gewalt. Und was ich das Schlimmste finde, Gewalt produziert Gewalt. Die Menschen in Stuttgart sind nicht alleine und Demokratie funktioniert anders. Und die zeigen genau, wie Demokratie zu funktionieren hat. Wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung. Es gibt Organisationen wie Mehr Demokratie e.V., die bundesweit tätig sind. Schließt euch irgendeiner Gruppierung an, die im demokratischen Bereich oder im sozialen Bereich tätig ist.
Ja, hallo, ich bin der Markus von Mehr Demokratie. Ich habe heute, bevor ich hier hingefahren bin, noch mit dem Fabian gesprochen, auch bei uns aus dem Vorstand. Der ist im Moment im Park, bei den Parkschützern. Und er fragt sich auch, warum lasst ihr die Leute nicht entscheiden? Warum hat man da die Leute nicht entscheiden lassen? Es wird ja immer gesagt, jetzt wehren sich die Leute, wo es angeblich schon zu spät ist. Was aber verschwiegen wird, ist 2008. Hat es schon einen Antrag gegeben auf ein Bürgerbegehren. Da haben schon die Leute, haben auch genügend Leute unterschrieben, aber das ist für ungültig erklärt worden. Da hat man den Leuten nicht die Möglichkeit gegeben, da zu entscheiden, was in ihrer Stadt passiert. Und das ist es, wofür wir uns einsetzen. Lasst die Leute selber darüber abstimmen, ob solche Großprojekte gebaut wird, was mit ihren Steuergeldern bezahlt wird, weil das ist auch unser Geld, was da rausgeworfen wird. Und anstatt die Leute niederzuknüppeln, anstatt den Leuten das aufzuzwingen, lasst die Leute darüber abstimmen, was da passiert. Ja. Wie schreibt man das nochmal?